Hallo, mein Name ist Monika Eggers. Ich bin hier für kubuntu.de.org. Erstmal dazu, was ist Kubuntu? Kubuntu ist eine Linux-Distribution, beziehungsweise eigentlich ist Ubuntu eine ganze Familie, die zusammengehört. Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu. Was ist der Unterschied bei diesen Varianten? Das unterscheidet sich in der grafischen Oberfläche und Kubuntu benutzt KDE als grafische Oberfläche. Generell erscheint von allen Ubuntu-Varianten zusammen alle 6 Monate eine neue Version. Das ist eines der Grundprinzipien. Und die Versionsnummer ist dann so zusammengesetzt, dass der erste Teil das Jahr ist und der zweite Teil der Monat. Das kommt immer im April und im Oktober eine Version raus. Also jetzt gerade eben ist 12.10 erschienen. Kubuntu und auch sonst alle Ubuntu-Varianten sind besonders einsteigerfreundlich, vor allen Dingen ganz leicht zu installieren. Auch diese Teilung in diese verschiedenen Varianten erleichtert die Installation. Man muss nicht bei der Installation auswählen, will ich den oder den Editor oder irgendwas haben, sondern man klickt weiter, weiter, weiter und ist durch. Es werden keine Fragen gestellt. Alles passt auf eine DVD oder einen USB-Stick zum Installieren. Es ist auch sehr leicht zu benutzen. Und auch die Community an sich ist sehr einsteigerfreundlich. Man bekommt relativ selten einen redefined Manual an den Kopf geworfen, sondern wird eher mal an die Hand genommen als vielleicht bei manchen anderen Distributionen. KDE unterscheidet sich zum Beispiel von GNOME oder Unity dadurch, dass es auch besonders konfigurierbar ist, dass es auch für fortgeschrittene Anwender noch sehr viel zu bieten hat. Außer Kubuntu an sich als Distribution gibt es auch diese Community. Kubuntu.de.org ist die deutschsprachige Community. Wir haben vor allen Dingen ein Forum, wo ihr Hilfe findet, Chat, wir schreiben News auf unsere Seite, wir haben eine Mailingliste, Wiki, Messen. Wir brauchen ganz dringend Hilfe von Leuten, die technisch versiert sind, aber auch von Leuten, die weniger technisch versiert sind. Ja, moin. Ich bin Frank Bartels. Ich mache jeden Freitagabend in der Toppoint den Frickeltreff. Da machen wir Mikrocontroller-Programmierung als ganz großes Thema im Rahmen der Elektronik-Basteleien und Basteleien diverser Art. Bei der Mikrocontroller-Programmierung ist es so, dass man einen ganz einfachen Einstieg hinkriegen kann, wenn man mit Arduino anfängt. Da gibt es entsprechende Hardware und Software. Die Hardware, das sieht man hier, das ist diese kleine Platine auf der rechten Seite. Ist so ein Einstiegsboard, so ein Standardboard. Das hier ist jetzt ein Arduino Uno, die kosten etwa 25 Euro. Kann man einfach per USB an den PC anschließen und eine Software installieren, die dazugehört. Die gibt es auch für Windows, Mac und Linux natürlich. Ist alles Open Source, sogar das Platinenlayout ist Open Source. Und Projekte, die wir in der Toppoint machen, geben wir dann auch gerne Open Source frei. Man kann die Mikrocontroller dann auch anders verwenden, das heißt also den eigentlichen Chip davon in eigene Projekte integrieren. Hier sieht man zum Beispiel eine kleine 3D-Matrix, wo der gleiche Chip eingebaut ist und dann die 3D-Matrix ansteuert, durch ein kleines Pong-Spiel zum Beispiel realisiert. Wie fertig noch? Ah, ich habe noch 30 Sekunden, schön. Wir haben auch noch eine ganz große LED-Matrix, die man auch mit den gleichen Controllern ansprechen kann. Und man kann mit den einfachen Einstiegsmöglichkeiten zwar sehr schnell zurechtkommen, manche Sachen sind dann aber doch ein bisschen begrenzt, da kann man dann bis auf die Hardware-Ebene trotzdem durchgreifen. Also Arduino versperrt einem nicht den Weg nachher zur Hardware. Man kann da alles mitmachen, was man sich wünscht, bis hin zur Kreativität, also es ist auch für Künstler und für Leute, die jetzt nicht ganz so technisch versiert sind, geeignet. Moin Moin, ich bin der Mike, seit mehreren Jahren aktiv in der Toppoint und möchte gerne die Toppoint vorstellen. Wir sind eine lose Zusammenfassung von Menschen, die sich im freien Softwarebereich und speziell Linux beschäftigen. Daraus resultierend bieten wir Workshops an in verschiedenen Formen, die wir für einen großen Telco-Anbieter hier in Zusammenarbeit mit einem großen Telco-Anbieter hier in Kiel abhalten. Wir haben verschiedene Aktivitäten, die von Montags bis Freitags reichen, stellenweise auch Samstag und Sonntag. Montag ist der Chaos-Küstentreff. Dienstag und Mittwoch sind hauptsächlich Veranstaltungen im Schulungsbereich.
Donnerstag ist ein Techniktreff, der offen für alle ist. Freitags ist der große Frickelabend und am Samstag und Sonntag finden halt eben auch noch Programmierveranstaltungen statt, die auch gerne besucht sind. Und ja, wir suchen eigentlich immer noch Leute, die gerne mitmachen wollen und sich aktiv in der TopPoint beteiligen möchten und halt Dinge, die auch in allgemeiner Form halt eben auf der logistischen Art und Weise und auch in der Organisation der TopPoint halt sein können. Und würden uns freuen, wenn Leute Lust haben, einfach nochmal vorbeizuschauen. Danke. Ja, nochmal wieder eine kleine Vorstellung für das Freifunkprojekt. Es geht halt hier darum, dass ein anbieterunabhängiges Netzwerk von Bürgern aufgebaut wird, welches uns selber halt Unabhängigkeit von großen Anbietern bringen soll. Wir haben nämlich tatsächlich ein Problem, sobald wir miteinander kommunizieren wollen, digitaler Art und Weise oder telefonieren wollen, dann sind wir halt immer irgendwie abhängig, und zwar von großen Anbietern, die uns halt aber auch immer erzählen, was wir mit deren Netz machen dürfen und was nicht. Dann gibt es halt nur einen Mbit-Upload und nur die 10 Mbit Down, die man dann gerade mal auf dem Dorf bekommt. Und das wollen wir halt selber ändern und sind da halt auch schon fröhlich dabei. Und man kann halt auch ganz einfach selber mitmachen, indem man sich zu Hause einen kleinen WLAN-Router hinstellt und damit das Netz weiter ausbaut oder sich halt mit uns trifft in der Community, hilft das Netz zu verwalten, hilft unser Wiki auszubauen. Dazu gibt es aber heute auch noch mehr, und zwar um 15 Uhr ist unten in dem kleinen Vortragsraum auch noch ein spezieller Vortrag dazu. Danke sehr. Moin Moin, ich mache jetzt hier die Vertretung für für Maren, die eigentlich was zur Linux Launch erzählt hat, also auf jeden Fall gestern erzählt hat. Das ist ein neuer Test, den wir ausprobiert haben. Wir haben ein paar kuschelige Möbel hingestellt, Sofa und so weiter. Und dort kann man Linux mal in gemütlicher Atmosphäre ausprobieren. Also einfach mal an die Rechner setzen, mal ein bisschen gucken, was man da so machen kann. Also wir haben eben LibreOffice zum Beispiel installiert. LibreOffice ist eben auch daneben. Falls jemand Fragen hat, gerne dann direkt an das LibreOffice-Team oder auch zu GIMP, Inkscape und so weiter können wir eben auch ein bisschen was zeigen. Wir haben auch ein paar Spiele dabei, die man auch direkt live ausprobieren kann. Ja, wir haben zwei verschiedene Distributionen oder eine Distribution mit zwei verschiedenen Desktops, dass es auch ein bisschen anders aussieht. Das eine ist eben der KDE 4 Desktop und das andere ist Cinnamon. Was haben wir noch? Ach so, genau, wir haben auch Themenbereich Multimedia, dass man sich mal angucken kann, was kann man mit Open Source machen. Dort laufen verschiedene Filme, die von der Blender Foundation gemacht wurden, Animationsfilme. Wir haben aber auch freie Inhalte, also freie Musik, freie Filme. Was haben wir noch? Ja, letztendlich war es das auch soweit. Einfach mal vorbeikommen. Die Linux Launch befindet sich quasi, wenn man durch den Beamer jetzt oder durch diese Wand durchguckt, genau dahinter. So, jetzt kommt der nächste, das bin ich dummerweise wieder selbst. Das Hauptprojekt, was ich betreibe, ist M23, dabei geht es um Softwareverteilung, also um die Installation von kompletten Systemen, Clients und Server auf Basis von Debian oder verschiedenen Desktop-Varianten, die es bei Ubuntu gibt, auch Linux Mint mache ich. Die Installation über die internen Netzwerke. Es gibt aber auch Varianten für OpenSUSE, Fedora und CentOS. Und neben dem Installieren von Betriebssystemen geht es eben auch um die Wartung und das Management von vorhandenen Systemen. Dort kann man eben Pakete installieren, deinstallieren, die Systeme updaten. Wenn man wirklich viele Systeme hat, kann man
die automatisch ausrollen lassen, als Gruppe aktualisieren oder Installationsaufträge machen. M23 besitzt auch eine integrierte Virtualisierung, mit der man auf jedem M23-Client weitere M23-Clients einrichten kann. Ein Client-Backup und Server, also Client- und Server-Backup-System schützt eben vor Datenverlusten. Wer selbst ein bisschen dran rumbasteln will, findet in den Entwicklerwerkzeugen alles Mögliche, um dieses und jenes zu beeinflussen. Ganz grob, die Installation eines neuen Systems geschieht erst durch Aufnahme des Systems. Das System ist ein Client, der fährt übers Netzwerk hoch, schickt Informationen an die Oberfläche. Dann kann man den Rechner frei partitionieren und formatieren, wählt die Distribution, Kernel und Oberfläche aus. Dann läuft das System los, installiert sich halt. Und nachher im laufenden Betrieb kann man Installation, Deinstallation, Aktualisierung und weitere Tätigkeiten machen. Ja, also wer das Ganze mal live sehen möchte, gibt es auch in der Linux Lounge. Das ist eher der nicht so ganz gemütliche Teil. Das tun bloß Leute, die es wirklich müssen. Jo. Ja, hallo, mein Name ist Jacqueline Rahemipour. Ich möchte das LibreOffice-Projekt vorstellen. Die meisten, die im Open-Source-Bereich Software einsetzen, denke ich, kennen LibreOffice. LibreOffice ist eine freie Office-Suite, die alle wichtigen Bestandteile der Büroarbeiten abdeckt, angefangen von der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und auch die Präsentationserstellung. Das LibreOffice-Projekt ist noch relativ jung. Wir haben jetzt gerade den 2. Geburtstag gefeiert. Wir haben eigentlich aber trotzdem eine sehr, sehr viel längere Geschichte, da sich das LibreOffice-Projekt aus dem OpenOffice-Projekt eben gebildet hat vor 2 Jahren. Und damit haben wir natürlich schon viele, viele Jahre Vorerfahrung sozusagen mit der Entwicklung dieser Office Suite. Wir versuchen insbesondere mit LibreOffice eben es auch umsteigern, aus der proprietären Welt eben einfach zu machen, also dass wir eben auch Word, Excel und PowerPoint-Anwender eben hier sozusagen aufnehmen und ihnen eine Office Suite, die sehr ähnlich bedienbar ist, eben bieten. Und ich denke, das ist uns mittlerweile auch sehr gut gelungen. Es gibt sehr, sehr häufig auch neue Versionen, wo immer wieder neue Funktionalitäten hinzukommen. Und es lohnt sich einfach, das auch einfach mal auszuprobieren. LibreOffice gibt es für alle Betriebssysteme. Also auch wer vielleicht noch nicht einen Linux-Desktop hat, kann LibreOffice auch unter Windows einfach mal ausprobieren und kann sich dann selbst davon überzeugen, dass es wirklich auch für die Büroarbeiten gut geeignet ist. Gestern gab es schon auch einen Vortrag zu LibreOffice, den haben Sie jetzt leider schon verpasst, aber was heute noch im Nachgang nach dieser Stunde eben passiert, ist auch noch ein Workshop. Da wird LibreOffice für Umsteiger einmal vorgestellt und da geht es eben insbesondere um die besonderen Bereiche, wo LibreOffice sich tatsächlich von anderen Office-Suiten eben unterscheidet. Gut, ich sage Dankeschön und ich glaube, ich mache hier auch den Abschluss. Also insofern vielen Dank und schauen Sie gerne bei uns in der Linux Lounge vorbei. Da können Sie auch gerne Fragen stellen zu LibreOffice. Danke.